vorgestellt. AirPod CEO, die dritte Vorstellung. So, und letztes Mal hatte ich mich gewundert, wann. Da wird es wohl hier das Problem sein, dass wir das unbedingt reparieren müssen, ne? Und dann fliegen auch die Flugzeuge wieder, ne? Das ist unser Problem. Wir hatten ja letztes Mal hier diese 13.000, ne, letztes Mal waren es noch 10.000, jetzt sind schon 13.000. Jetzt sehen wir, wo das Problem ist. Die konnten alle nicht starten, weil die Rollbahn defekt war. Also ganz schlecht, ey. Jetzt kriegen wir ein paar Mark wenigstens vielleicht hier noch rein, glaube, aber da haben wir geschlafen, ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht normal machen. Deswegen klappte das nicht. Ja, aber wir sehen ja, jetzt gehen die hoch. Jetzt müssten hier auch Startgebühren anfallen, glaube ich, oder? Ja, da war gerade die Zahl. Aber sind doch Peanuts, die da reinkommen, oder? Ist total schlimm, dass wir natürlich. Oh, da kommen sogar noch welche reingeflogen auch. Dann sind wir bei 12,6. Jetzt, ja, ist das ganz schlecht gewesen, was wir da veranstaltet haben. Jetzt der nächste Flieger, der hochgeht. Ja. Die Privatleute, die wollten fliegen, durften nicht. Hier kommt jetzt einer rein. 12,6 sind wir noch. 12,2, das waren rundweg 400. Da unten wird irgendwas gemacht hier, ausgestiegen und bezahlt. Okay, 12,7. Ja, das ist schlecht gelaufen, ne? Da haben wir nicht aufgepasst. So, jetzt gehen die nächsten hoch. 12,7. Da kommt wieder einer gelandet, okay. Wie spät ist das denn hier im Spiel? 6.15 Uhr, ach, das ist morgens schon. Okay. 12.350, jetzt geht's, ne? Okay, jetzt machen wir hier Plus angeblich. Stundensatz. Da kommt auch gerade schon der Spritlaster. Achso, da mussten wir noch gucken, dass wir die hier mit Sprit versorgen, ne? Okay, der hat zwei Scheinwerfer oder drei. Und, ja. 11.550 Durchschnittsstundensatz ist bei 1.200, okay. Da kommt auch wieder einer rein, das ist schon mal gut. Ja. Der wurde abgefertigt und getankt. Treibstoff 41. Ja, wo ich jetzt da noch, das war ja noch die Geschichte mit dem Treibstoff und Menü anzeigen. Können wir das an Position zuordnen? An Position zuordnen, ja. Kann ich das jetzt auch was anderes anklicken hier? Wüsste ich gerne. Aha. Was kann ich denn noch anklicken? Nix mehr, ne? Das ist schade, weil am Lager zuordnen. Okay, kann man alles nicht machen. Schön wäre, wenn wir noch ein weiteres kriegen. Fahrzeug, aber das geht ja wohl nicht. Personal, Wirtschaft. Betriebe, Fahrzeuge. Ramp. Abgas 100 LL. Jet A1 Treibstoff sind nicht verbessert. Müssen wir da hier noch was machen? Können wir das hier noch anmachen? Nein, ne? Das geht nicht. Also Verträge. Wie müssen wir da... Hier Arbeiter, kriegen wir denn da irgendwo auch einen Hausmeister? Mangel. Ach, da kommen wir noch weiter runter. Okay. Objekt Bodenreinigung, Objektreinigung. Da gibt's niemanden, okay. Check-in-Schalter, okay, das ist klar. Wir bräuchten mal Leute, die da sauer machen. Aber das ist alles nicht gewünscht im Tutorial. Das ist unser Problem, ne? Ja, was sieht's an? Geld wird aber auf jeden Fall besser hier, wie wir gerade sehen. Wir müssen immer schön die Landebahn im Auge halten, dass die noch heile ist, ne?
Hier gibt's jetzt auch Sprit. Was macht denn unser Plan hier? Den müssen wir auch im Auge behalten, ne? Mittwoch. Da. Keine. Gut, da ist nichts. Donnerstag, Freitag, Donnerstag. Ja, okay. Wir sind, glaube ich, am Dienstag um 7.49 Uhr. Da müssen wir mal gucken, dass wir da auf jeden Fall nicht verpassen. Aber die ist noch 86%, also das ist noch alles im grünen Bereich. So, wir machen aber wohl Plus, so wie es aussieht. Oh ne, jetzt steht hier eine rote Zahl. Wo ist er? Achso, der ist da. Der tankt gerade den Wagen. Und da gibt es gerade Geld für. Der ist gelandet. Was machen die Passagiere hier? Ja, das ist ekelig hier, ne? Aber wir kriegen leider kein Geld zusammen. Dann könnte man die natürlich hier auch irgendwo sitzen lassen, ne? Geht aber irgendwie nicht. So. Da war eben einer verfügbar, oder wie habe ich das gesehen? Nee, ne? Beschränkte Zeit. Okay, das läuft alles noch. Da müsste jetzt aber ein Flieger gekommen sein. Da ist er auch. Und die warten dann noch drauf, die Leute. Steigen, ne, die steigen gerade erst aus. Okay, die warten noch nicht da drauf, aber die wollen dann da mitfliegen wahrscheinlich. Wo kann ich sehen? Ah, ich glaube, hier gehen die Zahlen hoch, ne? 7.000, jetzt sind es 6.500. Da ist noch 84%, das ist alles im grünen Bereich. Ah, jetzt müssen wir gucken, dass wir Geld machen, ne? Geschäfte gibt's nix. Toiletten haben wir schon gemacht. Was war da für ein Jingle jetzt? Die gute Frage, ne? Da landet gerade einer. Ach, müssen wir die hier auch instand halten? Oh ja. Okay, der ist ja noch relativ neu. Der müsste ja noch gut sein, ja. Okay, dann ist... Bedeutet, da müssen wir auch Geld investieren, dass das ordentlich ist, ne? So, Standplatz, kommerziellen Flüge. Genau, aber wir müssen gucken, dass wir hier noch einen zweiten hinkriegen, ne? Dann würden wir ja doppelt so viel abfertigen können, oder? Okay, das ist, ja, wir müssen aber hier unten erstmal die Zahl ins Grüne bringen, das ist das Wichtigste. Ja, und dafür müssen wir immer schön gucken, dass alles schön hier ist, ne? Wie ist denn die Zeit am Flugplan jetzt? Okay, das dauert noch, bis der startet. Und ja, wir müssen dann gucken, dass wir weitere Plätze kriegen zum Starten und Landen. Das ist aber auch kein Problem, hier noch was nebenzumachen, ne? Aber wir haben erst 6.200 Miese noch. Die müssen wir noch loswerden. Die wollen auch alle gerade nicht wegfliegen, ne? Okay. Wir können ja mal ein bisschen schneller machen, oder? Ach so, die bezahlen immer Standgebühr, oder wie sehe ich das? Ja, das sieht so aus. Ah, jetzt fliegt einer weg. Okay, und da auch noch einer. Dienstag 9 Uhr. Hier können wir jetzt natürlich nicht sehen, ob da am Mittwoch noch... Na, kommt noch nichts rein, ne? Wird schon werden. Zwei fliegen, einer landet, oder wie ist das? Ne, keiner landet. Zwei fliegen. 5.600, also die Zahl geht auf jeden Fall hier runter, das ist schon mal gut. Er müsste ja auch bald wieder starten, oder? Aber die Leute sind total unglücklich hier irgendwie, oder? Kann das sein? Die schlafen im Stehen. Hunger, Spaß, Energie, alles nicht da. Auf Toilette gehen können sie. Das Doofe ist, dass die in diesem roten Bereich sind und da fehlt uns was. Ah, ärgerlich. Könnte man die Bank verschieben? Naja, sieht's nicht so aus, oder?
Da ist noch gut. Das geht noch. Das geht auch noch. Einer kommt ja wieder zum Landen. Hat uns dann vielleicht wieder ein bisschen Geld reingebracht. 68 minus die Stunde. Ja, die schlafen hier im Stehen, ne? Das ist das Problem. Kann man denn... Warum machen wir es nicht anders, dass wir die Zone ändern? Das geht ja auch. Wo macht man denn die Zone hier, ne? Sicherheitszone. Zack. Alle Sicherheitszone und easy going. Meine Güte, da hätten wir auch eher drauf kommen können. Jetzt können die sich da auch hinsetzen, ne? Haben wir noch mehr Sicherheitszone? Ja, hier ist auch noch was. Dann machen wir das doch auch noch so, ne? Und wer macht jetzt hier den Krach? Düsenjet hier irgendwo? Ne, ne? Alles Propellermaschinen. Außer der, der macht so einen Krach. Okay, der geht auf die Reise. Oh, wir haben auch ganz viel Geld schon jetzt bald gekriegt. Das ist ja richtig cool. Und die sind jetzt hier auf jeden Fall alle glücklicher und zufriedener. Kann das sein? Und wir brauchen mehr Banker, ne? Die sitzen ja, und das ist hier Personal, ne? Ja, genau. Was der da sucht, weiß ich nicht. Der hat da gar nichts zu sitzen, ne? Und er ist auch nicht glücklich wahrscheinlich. Ja, das ist eine Sie. Amanda Sousa. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass hier das alles so gut ist. Ist es auch. Und da geht er ab, der Flug. Und 1945 haben wir jetzt. Miese. Noch. Könnte mir aber vorstellen, dass wir das noch hinkriegen, dass das Plus wird, ne? Hier ist natürlich viel kaputt, auf Deutsch gesagt. Ich weiß gar nicht, wann wir das machen sollen, ne? Ach, momentan ist es im Geld. Oh, 43 und dann ist er orange. Ich glaube, da könnten wir. Ach, wir warten immer, bis das unter 40 ist. 40%, dann machen wir heile. Na, da ist es. Was machen die beiden jetzt hier? Ach, die weisen ein, oder was? Weil da einer kommt. Okay. Ja, okay. Mitarbeiterausweis, Flughafen Stuttgart. Ramp Agent. Ah, okay, das sind zwei Ramp Agents. Die holen die Leute aus dem Flugzeug, oder wie sehe ich das? Gut, 1200 sind wir miese. Geht voran, ne? Die gehen durch die Kontrollen hier durch. Alles gut dann. Das ist auch ein Ramp Agent, ja. Zwei Ramp Agents. Da war einer auf Toilette, das ist aber ein Fluggast. Der ist aber gelandet sozusagen. Okay, hier unten stehen die jetzt auf dem Bus, der dann die abholt, oder? Würde ich mal sagen. So, der Flieger wartet. Und der startet, weil der da frei ist. So. 43% sind noch. Der nächste Flieger geht auch hoch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier ins Plus kriegen noch. Das ist nicht mehr weit. 1000 kann man nichts angucken. Hier ist 100% voll. Er hat nur 30% geladen. Ja, und hier gibt es ein grünes Zeichen da dran. Das bedeutet was? Keine Ahnung. Keine Flüge hier oder was? Flugplaner. Hier müssten noch ein paar Leute sein, oder? Ah, da ist ja auch was. Okay. Zack. Machen wir doch dahin, oder? Flugwerk noch nicht angeboten. Okay. Gut. Da kommt gerade so ein Flugzeug wieder. Der hat noch 43%. Das lassen wir erstmal noch so. Die sitzen da noch rum. Bus holt diese Leute schon ab. Da ist alles gut in dem Bereich. Und wir sind jetzt gerade ins Plus gewandert.
Dachte, die wären grün, die Zahlen sind es aber gar nicht, ne? So. 43% würde ich jetzt noch stehen lassen. Rollbahn ist viel wichtiger. 72. Okay, da sind Leute gekommen und wir haben jetzt 446. Jetzt ist zu überlegen, was wir mit dem Dingens machen. Was haben wir denn hier? Benachrichtigungen. Heute um, also, ich glaube, ja. Mitarbeiter findet den Personalausgang nicht. Das ist jetzt echt die Frage, ne? Wie wir da vorgehen. Ich glaube, wir machen hier mal diesen Sicherheitsbereich auch nochmal da ganz groß. Das ist auch noch Sicherheitsbereich, ey. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber wir sollten es tun. So, die stehen jetzt hier, weil da keiner ist, oder was? Da geht jemand auf Toilette, das ist schon mal gut. Hunger, Energieblase. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir irgendwie so... wir sind aber wieder in der Miesen, das ist nicht gut. Aber wir können auch nichts hinstellen, glaube ich. Kann das sein? Flughafeninfrastruktur ist klar. Treibstofflager, klein. Aber warte mal, klein Abgas 100 LL. Das ist Treibstofftank. Abgas 100 LL, okay. Cateringlager. Enteisungsfläche, Enteisungs... Okay. Wetterstation. Ich war jetzt gerade im Überlegen, ob wir vielleicht das falsche Lager hier haben oder noch eins brauchen. Aber wir haben Geld, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier erstmal weiterkommen. Das sind warte, wir wollten einen zweiten Ding ins Landeplatz machen. Das ist viel wichtiger jetzt hier. Boden? Ne, das war hier. Flugposition. So, dann müssen wir hier und dann da und dann da und dann da, ne? Und so reine Gelder. Steht da, wo steht denn das, wie viel das kostet? 20.000 Baukosten, alles klar. Da müssen wir noch eine ganze Weile warten, ne? Aber jetzt sind es schon 3.000 gerade geworden, also da kommt ja was zusammen auf jeden Fall. Und der 43, 50, naja, das ist alles noch im grünen Bereich. Landebahn 69, müssen wir aufpassen, wenn die da nicht mehr fliegen dürfen. Wahrscheinlich ab 66 abwärts, oder? Kann das sein, jetzt fängt es an zu regnen. Wie sieht's mit dem Ding aus? 75. Ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir hier noch was machen. 3000 haben wir jetzt plus. Achso, da können wir auch größere Flugzeuge zulassen, oder? Okay, das ist klar dann. Da kommt wieder ein kleines Flugzeug. Wir haben jetzt 4.000. Wir müssen unbedingt die 20.000 machen, damit wir hier das zweite Landeplatz kriegen, ja. Okay, das ist ein Verkehrsflugzeug, was da kommt, oder? Eigentlich nicht, ne? Der ist das nicht. Das ist doch ein Privatjet, oder? Ah, da kommt der mit Passagieren. Gut. 5.000. Ja, das hier mit dem Dingens, das ist so ein Vertrag überprüfen. Okay. Zusätzlichen Treibstoff anfordern, ist das jetzt hier noch... Oh, jetzt ist er auf 40 Grad gesprungen. Nachtanken läuft, okay. Gut, dann würde ich auch sagen, reparieren wir den, obwohl wir jetzt... Geld dafür ausgegeben haben, aber das machen wir mal. Gucken wir gerade durch. Die anderen sind noch nicht schlecht. Das lassen wir mal so. Landebahn, immer wichtig zu gucken nach der Landebahn, ne?
Gut, das ist alles im grünen Bereich. Ja, hier ist es. Ich hätte ja gerne einen zweiten Flieger sozusagen, ne? Ach so, wir müssen hier wieder gucken, ne? Dass wir für den Mittwoch noch was kriegen, oder? Ja. 8 und 9, den packen wir da rein. Geht. Bestätigen. Und dann Donnerstag geht der dann da rein, ne? Bestätigen. Okay, mehr haben wir noch nicht. Passt aber. Jetzt haben wir auch den Mittwoch voll und der Donnerstag ist schon mal der erste Schritt gelöst. So. Da gibt es doch tatsächlich schon wieder einen. Dann hauen wir den da noch rein. Ja, wunderbar. Läuft. Das ist noch grün. Wir haben jetzt aber Verluste, aber sind noch im Plus. Sitzplätze, Dekoration, Vorlagen. Keine Ahnung. Vorlagen weg. Toiletten. Waschbecken, Handtrockner. Haben wir alles schon da. Toilettenbereich haben wir festgelegt. Sicherheitskontrolle ist klar. Informationsschalter, Flughafenanzeige. Kann man die irgendwo hinsetzen? Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Ah, wie war denn rotieren mit R? Ja. Kostet 250. Und die Leute werden sich daran erfreuen, machen wir, oder? Jetzt haben wir das so gedreht. Ja, passt. Ist wohl richtig rum, glaube ich. Hier wäre schön, wenn da einer noch sauber macht. Da kommen neue Fluggäste rein. Wir haben da 3000. Ja. Check-in-Schalter ist klar. Boarding-Schalter. Das sind alle Sachen, die wir haben. Bürotisch und Personalzone. Da sind wir schon durch mit. Das gibt's alle nicht. Fahrzeugkontrolle, Lieferort. Auftrag an den Ankunftsort. Was können wir denn noch? Fahrzeuglager. Parkplatz für Einsatzfahrzeuge haben wir. Können wir noch irgendwas machen? Bushäuschen. Dann würden sich die Leute freuen, wenn sie ein Bushäuschen haben, ne? Machen wir so. So ein bisschen investieren muss man mal, ne? Damit es hier besser wird. Okay. Das ist alles noch gut. Und da wird es jetzt gerade schlecht. Das heißt, wenn wir da unter 40 kommen, machen wir da neu. Und dieser Platz ist noch gut. Wie ist die Landebahn? Auch noch gut. Die hat aber gleich nicht mehr 60%. Okay. Ah, da ist fertig geworden. Jetzt können sich die Leute daran erfreuen. Die checken gerade ein. Und geht die Reise gleich ins Flugzeug. Ja, wir sollten vielleicht noch ein paar Sitzplätze machen. Das ist natürlich schon verdammt groß jetzt, ne? Vielleicht sollten wir damit klein arbeiten. Und zwar das umdrehen. Ah, so ist schon gut. Und so ist noch besser, oder? Komm, machen wir nochmal. Den 1000 haben wir jetzt nochmal reingemacht. Er hat Sprit verkauft wahrscheinlich. Wir sind schon bei 6000. Das läuft also noch. Wir können mal wieder schneller machen, fällt mir gerade so ein, ne? Wir machen mal Vollgas hier, damit wir mal diese 20.000 vielleicht auch zusammenkriegen, ne? Was war denn unser Ziel überhaupt hier, hm?
Ach, ich muss da frei machen, okay. Das wusste ich gar nicht, aber das können wir uns ja sowieso nicht leisten mit. Nicht genügend Gelder, das ist ja das Entscheidende, ne? Ja, das bedeutet, das ist ja verdammt viel Geld, was wir da jetzt zusammenkriegen müssen. Ja, gut, warten wir es ab. Hier unten ist auf jeden Fall wieder was buchbar. Für Donnerstag. Bestätigen wir auch. Das zu und wo sind wir denn jetzt? Ah, da, okay. Der Flieger geht noch raus. 58, da ist 1% runtergegangen, okay. Der nächste kommt noch, oder wie sehe ich das? Oder ist das der, der gerade wegfliegt, den wir da hören? 10 Messages haben wir hier. Haben wir die denn alle mitgenommen? Also, Kredit, Kredit, Kredit. Alles Kreditsachen, ne? Brauchen wir gerade nicht. Dashboard. Wetterstation fehlt. Wirtschaft. Das sind die Budgetplanungen. Beschaffung. Okay. Wir haben hier nochmal Fjordtreibstoffdruck. Das ist das. Produkt freigeschaltet. Abgas. Aber ich brauche nicht das Abgas. Ich will das andere haben. Oder? Säuberungstruck, Wandbeladungstruck. Also ist eine Luftfahrttreibstoff, der normalerweise in der allgemeinen Luftfahrt verwendet wird. Dieser Technologie ermöglicht den Bau von Abgashundertstel-Treibstofflagern. Ist freigeschaltet. Jetzt bestellen. Jetzt bestellen. Spamfilter können wir auch haben. Ja, das ist jetzt die Frage, wie es hier weitergeht, ne? Akzeptierte Verträge. Natural Fuel. Improvisieren Sie. Jetzt 1 Luftpartei für. Ach, das gibt's beides von denen. Das bedeutet doch, dass wir dann hier doch nur. Aber der bringt nur Abgas 100, der Truck. Abgas 100. Wir brauchen aber den, ich wollte aber den anderen Sprit haben. Den gibt's hier aber nicht. Anhänger gibt's auch. Ne, aber ist aber keiner da. Alle. Gegenstände alle, Systeme alle, alle, Struktur alle. Iquea, was heißt das? Da kommt immer das Gleiche, okay. Dann ist das wohl so. Ja, müssen wir gucken, dass wir hier nicht was wieder falsch haben. 54% geht noch. Die fliegen aber auch gerade alle los. Geld geht. Die sind jetzt gerade am Losstarten. Jetzt ist die Frage, wann geht's runter hier? Bei 49 ist noch alles gut. Es wird gerade Tag. Wir haben 5000 plus, das ist schon mal was. Fast 6. Durchschnittliche Flughafenzufriedenheit ist wohl plus.
Und wir müssen 20.000 zusammenkriegen. Das ist ja, aber wir sind schon bei 10 gleich. Das ist schon mal was. Okay, jetzt ist die Bahn natürlich gerade ein bisschen schäbig geworden. Das heißt, die reparieren wir mal gerade. Das kostet natürlich immer ordentlich Geld, ne? Gucken wir mal hier. Ah, das wäre vielleicht auch noch sinnig, das zu reparieren. Machen wir mal. Der bleibt noch. Das lassen wir so. Jetzt haben wir nur noch 7. Aber wir haben noch was. Hier läuft's, denke ich. Die Leute können alle sitzen. Das mit dem Saubermachen, ne, das ist so ein bisschen doof. Aber wir können kein Personal da einstellen, ne? Also können schon einstellen, aber... Bürotisch, Personalbereich. Ich hätte gerne Dingens, wie heißt es, ne? Ja. Wir müssen da weiterkommen, auf jeden Fall. Donnerstag. Oh, Freitag geht schon nur noch. Oh. Dann ziehen wir den da rein. Bestätigen. Und dann gehen wir schon auf Samstag. Samstag früh fliegen die los. Da geht's weiter. Und da geht's auch weiter. Und der nächste ist dann sonntags morgens, der dann noch fliegen kann. Und dann ist schon die Woche voll, oder wie sehe ich das? Okay. Wie macht's Geld sich? Gut, 16.000, 17.000. Das hört sich sehr, sehr gut an. Das heißt, wir müssen mal dahin, wir müssen mal dahin und dann dahin und das kostet uns 20.000. Die wir gerade nicht haben. Andere wirklich schmutzig und muss gereinigt werden, aber es wurde kein Hausmeister eingestellt. Ja, das weiß ich. Ich konnte aber bis jetzt wohl noch keinen Hausmeister einstellen, oder? Geht das denn jetzt? Nee, das war ja gar nicht da. Hier ist erstmal wieder so ein Flug. Ah, da sind wir schon auf dem Montag. Montag geht nichts. Ist schon weg, der Flug Montag. Es muss gereinigt werden, ja. Das ist alles gut. Die sind eher im grünen Bereich erstmal. Obwohl der auch schäbig aussieht. Oh, der ist gar nicht gemacht worden. Und der auch nicht. Dann machen wir die beiden noch. Und der ist aber noch gut. Das Wartehäuschen ist fertig. Ja, da fehlt es uns noch ein bisschen, ne? Sicherheit. Schalter. Ja, das ist... Zonen. Keine Daten gefunden, ne? Passagiere, Personal. Abrisswerkzeug, was haben wir hier eigentlich noch? Dashboard. Achso, das war das, okay. Personal ist hier. Gibt's denn Hausmeister jetzt? Ich sehe keine leider und es gibt keine zweite Seite. Ein CFO, okay, hier gibt es auch noch anderes Personal, ne? Da ist auch ein Hausmeister, okay. Dann stellen wir den nochmal an. Okay. Passagier Service Agent. Was haben wir denn noch so? Hm? Okay. Ich glaube, wir lassen erstmal das, was wir haben, soweit.
Okay. Wo ist denn der Hausmeister und was macht er? Das ist die Frage, ne? Das ist der Hausmeister, oder? Ne? Passagier Service Agent. CEO. Home Agent. Hier sind viel zu wenig Plätze, ne? Sicherheitspersonal. Wo wäre denn der Hausmeister dann? CEO. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo der Hausmeister ist, ne? Ist er das hier oben? Nee. Sicherheitspersonal. Vielleicht ist er auch noch nicht da und der kommt noch mit dem LKW? Ne, der müsste schon längst da sein. Hier 77%, noch alles im grünen Bereich. Wo ist der Hausmeister? Dekoration, Sitzplätze. Ja, gut, der Hausmeister. Das ist die Frage. Wir haben 18.000, das heißt, wir müssen noch 2.000 dazu haben. Jetzt ist gerade Nacht, da läuft nicht ganz so viel. Aber hier gibt es noch einen Flug, den wollen wir mal gerade noch aufrufen. Oder auch mehrere. Den setzen wir sofort mal da rein. Wo steht gegen das? Und der ist auch gut. Auch zu bestätigen. Oh, noch besser, 10 Leute. Passt. Mittwoch der nächsten Woche. Das ist auch gut. Was haben wir denn hier noch? 4, 3, 4, 4. So, das bedeutet, wir sind die ganze Woche ausgebucht hier und das heißt, wir brauchen unbedingt einen zweiten Landeplatz, damit wir die Flüge zum Beispiel noch machen können, ne? Ja, aber da kümmern wir uns, denke ich mal, in einer weiteren Vorschau rum. Denn wir wollen ja noch ein bisschen was sehen, denke ich mal, dass wir hier noch den internationalen Flughafen schaffen und sowas. Ja, aber dafür müssen wir hier noch ein bisschen uns gedulden, bis das Geld passend ist, ne? 750.000 war das. Das heißt, wir müssen erstmal einen zweiten Dingens kriegen hier. Landeplatz. Abfertigungsfortschritt ist hier. Ausstieg abgeschlossen. Null. Dienstrunde abgeschlossen. 100%. Okay, da sieht man genau, was alles passieren muss. Boarding nicht begonnen. Gut, da werden wir uns dann aber in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, auf jeden Fall. Gebt Kommentare ab, was hier gut ist, was hier schlecht ist. Macht ein Abo, falls ihr noch keins habt. Gebt einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat. Und macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.